Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bitte erwartet nicht zu viel von diesem Video. Also ihr werdet sehen, wie man richtig coole Knaufe herstellt, aber das ist eigentlich nur so nebensächlich in diesem Video. Ihr seht heute mal, wie alles schief geht. Die ist so halb gefreckt und mir ist beinahe eine Mutter ins Auge eingeflogen. Das seht ihr gleich im Video. Aber ich werde auch zeigen, wie man sich hier solche Knaufe herstellen kann. Die sind ganz schnuckelig, wenn ihr irgendwie Werkstattprojekte oder was ähnliches baut. Da habt ihr eine kleine Vorrichtung, wo ihr schnell viele von diesen herstellen könnt, wenn euch nicht die Bohrmaschine kaputt geht, wie in meinem Fall heute. Ja, schreib mir gerne mal deine Meinung in die Kommentare, wie du diese Vorrichtung hältst. Jetzt schaltest du am besten ab, weil dieses Video, das ist nichts. Wer schreibt mir dann jetzt? Nee. Ach, was ist das denn heute? Viel Spaß beim Video und... Oh Mann, kommt. Viel Spaß. Ich fange jetzt mit dem Projekt an und ich werde dir erstmal die Griffe zeigen, die ich bei den letzten Projekten immer gebaut habe. Weswegen ich jetzt auch dieses Projekt hier baue. Speziell, wenn ich eine große Maschine gebaut habe wie diese hier, wollte ich nicht so viel Zeit mehr hier in diese Knaufe investieren. Deswegen habe ich manchmal einfach hier solche viereckigen Stücke ausgeschnitten. Dann gibt es aber noch hier diese Variante. Das sind gedrechselte Knaufe, aber die sind nicht so gut, weil man da nicht so viel Grip hat. Dann habe ich noch manchmal hier diese fertigen genommen, aber die waren dann auch nicht so passend. Und aus dem Grund baue ich mir heute eine Vorrichtung, mit der ich ganz viele solcher Knaufe herstellen kann. Also viel Spaß beim Nachbauen. Als erstes müssen wir das Rohmaterial herstellen, aus dem dann später der Knauf gedrechselt, wollte ich schon sagen, aus dem dann später der Knauf hergestellt wird. Normalerweise ist es immer andersrum, aber wir fangen jetzt so rum an. Und hier habe ich schon ein ganz grobes Blatt drin. Das ersetze ich durch ein ganz feines und auch in dem Fall benutze ich ein Dachhohlkehlenblatt, schwieriges Wort, damit ich später so gut nichts mehr schleifen muss. Das sind jetzt die späteren Griffe, die wir alle schon ausgeschnitten haben. Und das wird ungefähr so hier drauf kommen. Und jetzt müssen wir uns einen kleinen Rahmen bauen. Ich lege mir jetzt hier meinen späteren Griff so hin, dass er relativ viel Platz in alle Richtungen hat. Und das hier lege ich jetzt so bei. Und das bohre ich jetzt vor. Aber ihr dürft ganz wichtig nicht hier vorne bohren. Ich habe jetzt hier ein X auf meinem späteren Handrad markiert und das bohre ich jetzt erstmal durch und das Loch bohre ich dann auch hier in unseren Halter rein. So habe ich dann immer einen Anhaltspunkt, wenn ich später eine Mutter in das Holz einschlagen muss und habe hier einfach ganz schnell die Mitte mir markiert. Und jetzt stelle ich mir den Forstnerbohrer mal so ein, dass wir gleich überall einen schönen Abstand haben. Und ihr seht ja auch dann gleich, wie es fertig aussieht. So, ich habe jetzt gerade mal nur schnell zwei Testbohrungen gemacht und das gefällt mir ganz gut. Und jetzt kann ich unseren Halter einfach auf dem Tisch festspannen, damit er sich nicht mehr bewegt. Das bohren wir jetzt mal. Ich habe gerade versucht, hier diese Kackschleifbinde zu wechseln. Vorher war hier diese große drin. Aber ich weiß nicht, ob ich einfach zu blöd bin, aber es geht nicht. Ich kann hier nicht drauf geschraubt. Das ist... So, ich musste gerade an dem Gewinde etwas abfeilen. Jetzt geht's wieder. Ominöse Sache. Dann schleifen wir hier diese Klötze mal. Ich hätte gerade fast eines der wichtigsten Löcher vergessen. Und zwar müssen wir ja noch ein Loch für unsere Mutter schrauben, Mutter bohren. Und um herauszufinden, was für Maß ich hier hole, hole ich mir einfach hier die Mutter. Lege sie mir hier zwischen die beiden Meshschenkel. Jetzt habe ich 13. Und jetzt drehe ich das Ganze so ein bisschen und habe jetzt 14,5. Das bedeutet, ich hole hier so ein Mittending zwischen hier diesem Maß und hier diesem Maß. Noch dafür können wir jetzt wieder unsere Vorrichtung benutzen. Und dafür müssen wir als erstes jetzt hier den Tisch wieder festmachen.
und stellen uns den Bohrer hier genau auf die Mitte. Deswegen habe ich auch eben dieses Loch gebohrt. Und das Teil spannen wir jetzt auch wieder fest. Das ist speziell interessant, wenn ihr mehrere von diesen Knaufen direkt hintereinander herstellen möchtet. Jetzt lege ich mir das hier wieder in meine Vorrichtung und kann das Loch so ganz entspannt bohren. Jetzt noch ein durchgängiges Loch, damit auch die Schraube Platz hat, um in die Mutter reingeführt zu werden. Oh, da fliegt sogar mal die Sicherung raus. Warum ist das jetzt passiert? So, hoffen wir mal, dass die Sicherung diesmal drin bleibt. Schon wieder. Oh oh, ist die Bohrmaschine kaputt? Ernsthaft? Also, wenn ich die Maschine jetzt anmache, das zeige ich euch mal gleich. Aber als erstes ziehe ich die Masse mal wieder ein bisschen nach. Hier, der Deckel ist nämlich auch abgefallen. Gut, die Masse kann man gar nicht hier fester ziehen als das, was sie jetzt ist. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn man jetzt startet. Komische Sache. Jetzt schaue ich mal da hinten drin nach, ob sich da irgendwas gelöst hat. Die hat ja schon immer schon ein bisschen komisch gemacht. Das war nur, weil das Flügelrad manchmal an die Seite gekommen ist vom... Ach, der Deckel ist ja ganz verbogen. Hier von dem Schutzdeckel. Aber vielleicht ist das mittlerweile alles ein bisschen demoliert. Ihr seht da dieses Flügelrad. Es war mal ein Flügelrad. Und ich schau mal, ob sich der Motor jetzt wieder dreht. Das ist ins Werkzeug nicht halt. Servus Leute, ich brauche heute mal wieder eure Hilfe und zwar schaut euch mal meine Bohrmaschine an. An alle Elektroniker, ich zeige es euch mal nochmal, was denken ihr, was das sein könnte. Ich glaube, da ist irgendwas am Motor einfach durchgekohlt, oder? Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich glaube, der Kondensator ist durchgeschmort. Wenn man es nämlich andreht, dann läuft die Maschine auch wieder, auch in die falsche Richtung. Also bohren wir jetzt noch das eine Loch und ich werde nach dem Video schauen, dass ich mich nicht aufrege und wir bohren das Loch. Ich zeige euch mal, wie schön ich die Maschine jetzt anmachen muss. Das ist doch blöde. Das ist doch blöde. So. Komm. So, wir haben das Loch gebohrt. Woo! Ihr könnt ja so cool sein und gebt dem Video ein Like, dass ich mehr Aufrufe bekomme und mir eine neue Bohrmaschine kaufen kann. Oh Mann, nee, das ist doch blöd. Aber ihr habt es wenigstens auf Kamera. Jetzt schleifen wir das Teil noch fertig und dann zeige ich euch, wie ich die Mutter einschlage. Mann, das macht gerade keine Böcke mehr. Das macht gerade echt keine Böcke mehr. Ich habe mir übrigens jetzt auch mal die Schraubzwingen von Wolfkraft geholt. Und die haben so ein cooles Feature, die kann man so aufstellen. Super interessant. Egal, auf jeden Fall werden wir jetzt hier diese Mutter in dieses Loch einpressen. Und dafür legen wir das hier hin. Holen unsere Schraubzwinge, legen die auf die Mutter. Uach, Alter! Was war denn das? Was ist denn heute los? Was ist denn heute? Ich geh gleich raus hier aus der Werkstatt. Es ist ja lebensgefährlich hier. So, ich habe jetzt hier so eine kleine Führung mit der Schraube. Und wir werden sie jetzt einschlagen. Der altbewährte Weg. Eingezielter Schlag. Ich bin halt ruhig wie so blöd, oder? Ihr seht, ich habe die Mutter jetzt eingepresst, ich habe es jetzt schnell am Schraubstock gemacht. Da funktioniert es auch einigermaßen sicher, würde ich mal sagen. Das soll es dann für heute gewesen sein. Heute habe ich euch erfolgreich gezeigt, wie man eine Standbohrmaschine kaputt macht und mal sich hier so seinen Nudelsieb zulegt und sich zusätzlich noch einen Knauf baut. Übrigens macht das nicht mit der Schraubzwinge, weil das kann echt ins Auge gehen. Also wenn mir die Mutter ins Auge geflogen wäre... Wäre nicht schön. Also ganz viel Input für euch, was ihr am besten nicht macht. Kauft euch am besten Knaufe. Geht am besten nicht in die Werkstatt. Definitiv. Jo, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das Video da gehen ist. Wahrscheinlich 6 Minuten an Fails und beinahe Totschläge. Okay. So Leute, ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Methode haltet. Knaufe herzustellen, das ist eigentlich eine ziemlich coole Methode. Und irgendwie kann ich mich gerade nicht so drüber freuen. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob dir auch mal eine Maschine gefragt ist und genau. Sorry für diese blöde Abmoderation, aber manchmal läuft es nicht so gut in der Werkstatt und deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Video mit beiden Augen. Zum Glück noch.
Ciao.